Klagenfurt hat aufgehört, eine stille, verträumte Landstadt zu sein. Neue gerade Straßen, neue Architekturen verleihen Klagenfurt ein von Jahr zu Jahr moderneres Gesicht. Auch hier gibt es bereits ein Verkehrsproblem von respektablen Ausmaßen. Die Motorisierungsziffern liegen in Kärnten weit über dem gesamtösterreichischen Durchschnitt. Noch nie hat der altersgraue Lindwurm ein so ambitioniertes Kulturleben gesehen wie in diesem Frühling. Hier sind wir in der Straße meiner frühesten Kindheit, die Paulinenstraße. Und die Nummer 17 ist das Haus, wo ich mit meinen Großeltern, mit meiner Mutter und meiner Schwester Helga meine ersten 9 Jahre meines Lebens verbracht habe. In absoluter, heute würde man sagen, Armut. Für mich war es das Paradies. Da oben diese 4 Fenster, das waren wir. Das war das Schlafzimmer und die 2 Fenster waren das Wohnzimmer. Und hinten war so ein kleiner Balkon und die Kabinetteln. Das Bad und die Kabinetteln und die Küche und das war alles, was wir hatten. Und wie ist so das Gefühl, wenn du dich daran erinnerst? Schön. Da war noch alles in Ordnung. Die Omi hat alles geregelt und der Opi hat mitgeregelt und wir haben uns familiär hier wunderbar mit diesen paar Quadratmetern arrangiert, kann man sagen. Ja, das waren diese ganzen Bauten, die die neue Heimat gebaut hat nach dem Krieg. Und hier, das ist der Eingang, durch den ich mindestens 9 Jahre gelaufen bin. Das sind schöne Erinnerungen hier. Der Witz ist aber, ich bin ja Numerologin, gell? Und meine Ziffer auch vom Geburtsdatum, Quersumme und alles ist die 8. Und immer wesentliche Dinge meines Lebens haben mit der 8 zu tun. Und was sehen wir hier? 1 und 7 ist 8. Hast du so viele Lebensstationen gehabt? Also bist du viel gewandert durch viele Städte? Ich bin durch sehr viele Städte gewandert. Ich bin 24 Mal umgezogen. Also ich habe in Berlin gelebt, ich habe in Paris gelebt, ich habe in München natürlich, in Wien, Klagenfurt. Ja, ich war in vielen Städten und halt dauernd unterwegs auch. Mit der Silver Convention, wir waren ja unentwegt auf Tournee. Warst du mit der Silver Convention auch beim Song Contest? Ja, natürlich. Welches Lied war das? Telegram. Gotta send a telegram. War das? 77. Für Deutschland? Für Deutschland. Ich wäre gern für Österreich gegangen, keiner hat mich gefragt. Aber es ist ja noch Zeit. Ich habe gehört, dass eine 70- oder 77-jährige Schweizerin sich um den Song Contest bewirbt. Also habe ich noch einige Chancen vielleicht. An welchen Platz seid ihr damals gekommen? Ich glaube, wir waren am 8. Platz, was nicht schlecht war, nachdem wir vorher jahrelang 16. und 18. waren. Wir waren am 8. Platz und das war sehr lustig. Also wir reden heute noch gern davon, weil wir auch die unmöglichsten Sachen erlebt haben. Wir haben zum Beispiel, also kurz bevor wir auf die Bühne sind, wir sind schon gestanden und die Nummer vor uns war am Laufen, die Ramona holt Luft und das hautenge Kostüm, peng, auf. Also solche Sachen. Deswegen wirken wir so entspannt dann auf der Bühne, weil das Adrenalin hat sich dann schon vorher verbraucht.
Aber es ist auch schön, dann, wenn man in Klagenfurt geboren wird und eine Zeit hier ist und dann welche Spur man dann quer durch diese Welt ziehen kann, nicht? Unglaublich. Es ist unglaublich. Also, das war ja nicht an meiner Wiege gesungen eigentlich. Ich meine, wenn man in der Paulinenstraße auf die Welt kommt und in Klagenfurt in die Schule geht, da denkt man ja nicht, ich werde mal in der ganzen Welt herumfahren und singen oder was auch immer tun. Wenn wir hinuntergehen, kommen in einen der ältesten Stadtteile von Klagenfurt. Das Hafengebiet kann man sich gar nicht vorstellen, dass das ein Hafengebiet ist. Und hier hast du Eislaufen gelernt? Hier habe ich Eislaufen gelernt mit meinem Opi und mit uralten Anschnall-Schlittschuhen, so wie man es halt früher gehabt hat. So was wie heute, so ein Luxus, das hat es bei uns nicht gegeben. Es war ja Nachkriegszeit und alles war ein bisschen arm. Ja, hat aber nichts gemacht. Und wie war Klagenfurt nach dem Krieg eigentlich? Zerbombt. Viele Einschusslöcher von Granaten. Klagenfurt war ja bombardiert. Meine Großeltern sind ausgebombt worden und haben dann eine Gemeindewohnung gekriegt in der Paulinenstraße in Weidmannsdorf. Und da sind wir als Kinder aufgewachsen. Und dann hat meine Mutter ja geheiratet. Und das ist die Ehewohnung, die sie über 50 Jahre bewohnt hat. Hast du eine glückliche Kindheit trotz? Die ersten 9 Jahre meiner Kindheit waren sicher so, wie ein Kind sich das vorstellt. Also meine Oma war der Inbegriff dessen, was man sich als Oma wünschen kann. Halb italienisch und mit italienischen Liedern und mit deutschen Märchen und mit einem Fantasiereichtum. Allein, was sie mir für Geschichten erzählt hat, damit ich esse. Die Geschichten vom Kater Murr, die sie erfunden hat, die sind noch heute in meinem Kopf und vielleicht kriege ich sie noch auf Papier, bevor ich sterbe. Die würden jedem Kind große Freude machen. Kannst du dich erinnern, den Weg als Kind gegangen zu sein? Also diesen da herunter sehr, sehr oft. Und dann über die Brücke auch vorne zum Kindergarten. Vorne sind Brücken. Wer ist immer gegangen mit dir in den Kindergarten? Mein Opa. Mein Opa ist mit mir gegangen. Mein Opa und meine Oma waren die Hauptpersonen meines Kinderlebens. Also meiner ersten 9 Jahre. Zweifellos. Und natürlich meine Schwester, ist ganz klar. Und dieser Lendkanal war sowieso Abenteuerspielplatz. Der Abenteuerspielplatz und überhaupt das Schönste, was man sich vorstellen kann. Also heute noch, also immer wenn ich herkomme, bin ich irgendwann da herunten. Und früher sind wir in der Küche, also das Küchenfenster geht genau zur evangelischen Kirche, die da oben ist. Und am Sonntag kann man immer zum Frühstück kann man die Hochzeiten anschauen können. Zuschauen ist viel netter als mitmachen. Das ist so anstrengend, Hochzeiten, finde ich. Findest du das auch? Naja, ob der Vielzahl der Hochzeiten, ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ja, bei mir war es grauenvoll, weil ich habe einen Mann geheiratet, der also in Uniform dann aufgetreten ist zur Hochzeit und eine Mutter hatte, also in diesem Fall meine Schwiegermutter, die dauernd sagte, Hitler hatte so schöne blaue Augen und darüber in Tränen ausbrach, dass ich dunkelhaarig war zu der Zeit, was also nicht dem, dem Bild der arischen Frau entsprach, das den vergangenen Zeiten ihrer Jugend also entsprochen hat. Sie selber war so blond gefärbt wie Marilyn Monroe. Und sie hätte für ihren Sohn, diesen wunderbaren, einzigartigen und edlen Menschen, gern eine Frau gehabt, die nicht so jüdisch ausgesehen hat wie ich. Deine Volksschule? Das war meine Volksschule. Die Fenster waren natürlich nicht so schön, sondern es hat immer gezogen. Und ich glaube, meine Klasse war hier oben drin an der Ecke. Ich kann mich nur erinnern, dass ich immer vom Opa hierher gebracht worden bin und abgeholt worden bin. Und dann bin ich allein gegangen später.
Da waren wir immer mehrere aus der Baumbach-Platzgegend, die dahin gelaufen sind. Einer hat den anderen abgeholt. Ja, ja, das ist alles neu. Mhm. Ja, das war damals noch nicht. Das scheint mir alles neu und angebaut. Also das, was war, ist der Festungsbau mit den Ziegelsteinen. Das sieht man da auch noch. Es kann gut möglich sein, dass das ursprünglich ein Vierecksbau war und dass sie das hier ersetzt haben oder neu eingefügt. Das ist wohl der Turnsaal, den es zu deiner Zeit nicht gegeben hat. Also ich kann mich überhaupt nicht an Turnunterricht erinnern. Es könnte möglich sein, dass es den nicht gab. Ich muss sagen, das bedauere ich auch im Nachhinein nicht. Ich bin weder ein großer Turner, noch ein großer Sportler, noch ein großer Tänzer, wie jeder weiß, der mich bei Silver Convention jemals gesehen hat oder auch bei anderen Auftritten im Fernsehen, die mit Rhythmus und tänzerischer Begabung zu tun haben sollten. Dabei hast du einen weltberühmten Tanz erfunden. Na, ich habe den nicht erfunden, der ist erfunden worden. Und dann haben sie jemanden gesucht, der das präsentieren kann. Und aus mir unerfindlichen Gründen sind sie auf mich gekommen. Ich habe als Jugendlicher gebumpt und ich habe es geliebt, weil es natürlich eine wunderbare Möglichkeit war, den jungen Damen näher zu kommen. Ja, ja, also für diesen Zweck war es sicher der ideale Tanz. Ja. Aber ich habe das ganz gerne gemacht. Aber wie das dann immer weiter gegangen ist und immer weiter, das war nicht die Musik, die ich eigentlich wollte. Aber ein Welthit. Ich werde nie vergessen, wie im Stadion von Mexiko, ich weiß nicht, wie viele tausend Leute da drin waren, das gesungen habe. Ich habe mir gedacht, das ist unglaublich. Da habe ich eine andere Nummer 1 gehabt. Die hieß Nobody's Child. Das ist hier gar nicht so gewesen. In Mexiko war das Nummer 1. Nobody's Child. Nobody's, nobody's Child. Nur der Papst hat mehr verkauft, hat man mir erzählt. Ja, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut, würde der Kaiser Franz Josef sagen. Ich denke gerne an die Zeit zurück, aber mir ist die Überforderung und Erschöpfung der Zeit auch so präsent, dass ich kein tiefes Bedauern habe, dass diese Zeit vorbei ist. Es war okay, so wie es war. That's right. Mein Gott, was bin ich oft diese Stiegen hinaufgelaufen. Wie alt warst du, wie du hier das erste Mal hereingekommen bist? 6,5 Jahre war ich alt. Und hast was gelernt hier? Singen? Ich habe hier singen gelernt und Noten, Schrift, und zwar nach Gehör. Also man hat vorgespielt und wir haben das in Noten niedergeschrieben. Und da war ich vielleicht 7 oder 8 Jahre alt. Wir haben das gekonnt, ich weiß gar nicht, wie das gegangen ist. Ich glaube nicht, dass ich das heute noch könnte, um ehrlich zu sein. Und ein Instrument hast du auch gelernt? Ja, ich habe Klavier gelernt und Flöte. Und später dann Gitarre auch noch. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, ob das im ersten oder im zweiten Stock war. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Es war, wenn man vorgeht, auf der linken Seite. Wir schauen. Der letzte Raum, wenn es der Stock war. Ja, wir waren eine relativ kleine Klasse, ich glaube, wir waren 10 Schüler. Und ich hatte eine Konkurrentin, die war genauso begabt, die hieß Sibylle, das weiß ich noch. Ja, und da haben wir relativ einfache Sachen gelernt, einfache Lieder. Und dann aber auch schon Mozart-Lieder. Und dann war leider meine Zeit hier zu Ende, weil ich eben mit 9 Jahren weggekommen bin. Und was war Musik für dich? War das immer alles, schon etwas sehr... Musik war für mich alles schon als Kleinkind. Ich bin am Radio geklebt, also man hat mich wegreißen müssen. Ich habe alles mitgesungen, was im Radio war. Ich habe mit 4, 5 Jahren alles gesungen, was im Radio war. Egal was. Und meine Oma war diejenige, die das erkannt hat und gefördert hat. Meine Oma war hinter allem her, dass ich die Ausbildungen krieg. Und meine Oma war auch mein Hauptansprechpartner, ja, für diese Dinge.
Also hier irgendwo ist das gewesen. Es ist alles anders. Also hier ist es auch umgebaut, muss ich sagen. Hier hat sich's auch verschoben. Es war jedenfalls ein Außenraum, also wo man auf die Straße gesehen hat, könnte das gewesen sein. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das inzwischen ein Saal, also wo man aufgetreten ist, ja. Alles aber verändert, das war meistens, wenn man sich gezeigt hat in solchen Vorführungen, war das im Chor. Man hat schon auch kleine Sachen alleine singen dürfen. Und ja. Aber du hast sicher auch so Vorspiele gehabt, oder? Ja, ja, wir haben Prüfungen gehabt und wir haben Vorspielen gehabt, natürlich. Also mit der C-Flöte, das ist die einfachste. Und ich habe später dann Querflöte natürlich auch gehabt, aber nicht hier, sondern Jahrzehnte später. Und Klavier, das war eher bescheidener Unterricht hier, weil da war nicht das Hauptgewicht drauf, sondern es war eine Gesangsschule. Udo Jürgens war auch da. Udo Jürgens war natürlich in den älter, war etwas der, älter. Ja, war der ein Vorbild eigentlich für Nein, das war einer der Schüler, die hier waren. Er war halt was Besonderes, weil er schon eine Band hatte, die Udo Boland Band. Ja. Er war damals noch nicht der Star. Er hat es ja schwer gehabt auch. Das ist beim Udo ist das auch nicht so einfach gewesen, wie sich die Leute das heute vorstellen. Ja, der ist dann zur Eurovision und da war es da. Nein, nein, das war schon auch ein harter Weg. Solche Tafeln, die sind mir vertraut. Die haben wir auch gehabt. Ja, etwas vorgespielt und dann hat man an die Tafel müssen und schreiben, was es war. Violinschlüssel, 6/8 oder was auch immer und weiter ging's. Ja. Spielst du Klavier heute noch eigentlich? Ja, ich spiele schon noch, aber lieber nicht vor der Kamera, weil das ist wirklich verheerend. Nicht nur, weil ich es nicht mehr tun würde, tue ich schon, aber ich habe mir vor ein paar Jahren beide Handgelenke gebrochen und seitdem ist es wirklich... Ah, ein Steinway, oh, verlockend. Was hat man gelernt? Man hat ein paar Akkorde gelernt, ein paar Harmonien und dann Tonleitern, dass man sich begleiten konnte. Ja, mit den einfacheren Sachen, die wir haben ja keine Arien oder so Blödsinn, sondern wir haben gelernt, mit der Stimme umzugehen. Stimmbildung und einfache Sachen, und die haben stimmen müssen, ja. Man hat auf Ausdruck geachtet und auf die Tonführung und Atmen, halt alles, was notwendig ist, um später ein guter Sänger zu werden. Kärnten ist absolut Heimat für mich. Und man sagt ja immer, wenn Leute nicht wissen, wo ihre Heimat ist, dann sagt man doch immer, wo willst denn du begraben sein? Also wenn ich könnt, da wäre ich gern begraben. Obwohl wir ja einen schönen Friedhof haben, unten bei Klagenfurt, also das Annabichl, der Friedhof, gleich beim Flughafen, weil die stören sich gegenseitig nicht so und fühlen sich nicht gestört. Aber wenn es geht, wenn es gehen würde, da heroben, da wäre ich gern begraben. Oder in der Luft verstreut, wäre auch schön. Würde mir genügen, ich brauche kein Grabmal. Manchmal darf man nicht schweigen, doch man findet nicht das Wort, weil man weiß, die Wahrheit tut dem anderen weh. Bevor ich weiter rede, sollst du wissen, ich lieb dich, und dann sag ich dir, was mich bewegt, so ehrlich wie es geht. Siehst du, und zwischendrin mache ich dann viel. Es gibt da einen anderen Mann, den ich traf, ich log dich an, doch nur aus Angst, du könntest gehen. Er weiß, dass ich nicht frei bin, und er weiß, ich will's nicht sein. Doch eine Sehnsucht, die tief in mir lebt, die füllt nur er allein. Zwischen zwei Gefühlen schwank ich hin und her, denn ich liebe ihn, obwohl ich dir gehör. Zwischen zwei
es darf nicht sein. Ja, es ist schön und es ist traurig, da zu sein. Schön und traurig. Vor allem schön. Hab nicht gedacht, dass ich noch einmal hierher komme. Danke.